Hey Leute, ich bin's, der Purple Hans von Gamehouse Germany und das ist Tag 2 meines Minecraft-Tagebuchs. Ja, ihr seht, ich befinde mich hier in einem sehr langen Tunnel. Der Tunnel führt von unserer Stadt, von unserer Hauptstadt, Fear City, die ihr gestern gesehen habt, zu unserer zweiten Stadt, die ich euch heute ein bisschen zeigen werde. Ich laufe mal kurz den Tunnel entlang. Ich bin gerade auswendig in die falsche Richtung gelaufen. Ich würde mal gucken, wie weit die sind. Einfach mal so. Geht schneller. Okay. Sind wir mittlerweile angelangt, mein Gott. Naja, Gott sei Dank können die Zombies. Das ist wie ein riesiger Raum hier. Naja, Gott sei Dank können die Zombies mir nix. Weil ich Admin bin. Gehe ich mal eben nach Hause und dann zeige ich euch mal die zweite Stadt. Ich wundere, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen rede ich so ein bisschen komisch. Ich ziehe mal die Nase hoch. Ja. Habt ihr alles schon gestern gesehen? Wenn nicht, schaut euch Tag 1 an. Es hat sich eigentlich nur Folgendes geändert. Ich zeige euch das mal nur kurz eben. Haha, bisschen weiterlaufen. Dieses Video wird ein bisschen geübt, jetzt habe ich mir wirklich eine Stoppuhr hingelegt. Muss ich nicht wieder schneiden, wie im letzten Video, wo ich auf einmal so abgehackt war und 10.000 Neustarts und mit diesem Piep im Hintergrund, das ist jetzt weg. Tür zu. Hat ja eigentlich jetzt nur das getan, dass wir noch mehr Leute haben. Hier der Weg wurde ein bisschen verschönert. Und das ganze System wurde geändert. Also wenn man joinen will, muss man zuerst, wie auch schon vorher war, in einem Stammtisch sein. Also in einem Minecraft-Stammtisch bei 4 Zone. Und baut hier immer noch Kashi. Steht hier. Ja, also man muss dann, wenn man joinen will, muss man das Passwort nennen. So lange ist man aber noch in einem Jail, also dass man sich nicht bewegen kann. Und sobald man das Passwort nennt, wird man freigeschaltet. Das ist ein riesiges Haus hier. Also ihr seht, es ist einfach nur alles noch ein bisschen größer geworden. Nichts Besonderes, nichts Weltbewegendes. Ja, jetzt kommen wir mal zu der zweiten Stadt. Warp Hornbach. Hornbach, so. Jetzt bin ich hingewarpt, so, jetzt bin ich hier im XXL Lutz Hornbach. Ich weiß nicht, was denn. Das sind die mit dem roten Stuhl. Ihr seht es gerade. Es war Nacht, aber man kann es, glaube ich, erkennen. Hier haben wir ein Haus mit einer riesigen Aussichtsplattform. Hier auch. Ich zeige euch mal kurz das Haus von mir und Dr. Molotow, also unser altes. Dass wir noch in der Stadt waren. Wir sind ja umgezogen, weil das hier alles ein bisschen chaotisch wurde und wir wollten eine schönere Stadt haben. Dass alles einfach hier kreuz und quer gebaut ist. Zock, 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 zock. Höher, 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 höher. Da ist nichts hier, was man zeigen müsste. Da ist nicht viel drin. So. Hier war eigentlich ein Loch im Zaun. Ich weiß nicht, wer das immer wieder hinsetzt. Ich mach's jetzt hier einfach mal wieder rein. Das ist ja schließlich unser Weg. Oder war es hier hinten? Ne. So. Hier ist dann so der Eingang. Hier ist eigentlich dann so die Lobby mit einem Pool. Ups, bin auf der falschen Seite hoch. Hier. Hier oben mit einer Disco. Hier ist unser DJ-Pult. Irgendjemand hat hier wieder unsere Sachen weggenommen. Ich guck mal eben, wer es war. Na, na, na. Big Zane, okay. Der ist schon mehrmals aufgefallen. Ja,
Ja, und hier halt so eine Theke, auch nichts Weltbewegendes. Wenn wir jetzt aber runtergehen, wenn es jetzt noch Tag wäre, wäre es noch schöner hier ein Kamin. Deswegen hat unser Haus bestimmt fünfmal gebrannt. Einmal sogar das komplette Dach, dass wir alles neu setzen mussten. Hier mit überragenden Aussicht. Hier unten, da sind wir, weiter sind wir hier nicht mehr gekommen. Als hier, keine Ahnung, wer das hier hingesetzt hat. Big Zane, okay. Der Junge, ne? Hier ist bei Dr. Molotov, der hatte damals noch nichts hingesetzt. Hier war ich, hier hatte ich mein Haus hingesetzt. Braucht man nicht mehr erläutern. Und hier ist dann halt unsere Schatzkammer hier unten gewesen. Ja, das war so unser Haus. Da sollte dann, wie gesagt, noch was hinkommen. Kann hier auch links gehen. Wie viele hier in der Stadt sind, obwohl das gar nicht mehr unsere Hauptstadt ist. Naja. So, und hier ist man draußen. Wenn man nach oben gehen würde, wäre man wieder in der Lobby. Hier ist der Walk of Fame. Wenn es jetzt hell ist, läuft man hier über so eine riesige Fläche. Hinten ist nix. Ups. Sorry. Keine Lizenz mehr. Keiner hat's gesehen, keiner hat's gesehen. Nee, ich repariere das später, nach dem Video. Hier geht's weiter mit dem Walk of Fame. Hier geht's rein in das Haus. Water Jump. Und da hinten ist so eine Mutprobe, die ich aber jetzt nicht reinspringe, wenn man dann stirbt. Was haben wir hier noch? Genau, ich zeige euch mal unseren alten Bahnhof. Den neuen habt ihr ja gestern gesehen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo er war. Ich kann mich aber noch erinnern. Naja, lass mich in Ruhe, Zombie. Hier ist ein Mülleimer. Ja, Zombies. Kann ich nicht rein. Hier ist unser alter Bahnhof gewesen. Ich fand den persönlich schöner, weil man da irgendwie so runtergehen musste. Na, okay. Hier mit Ticketverkauf. Hier könnte ihre Werbung stehen. Gehen wir jetzt einfach mal nach unten. Wie gesagt, ich fand den persönlich schöner, weil das mehr so U-Bahn-Feeling war. Hier unten sehen wir dann hier die Gleise. Zum Beispiel nehmen wir uns hier in Minecart raus. So. Setzen uns das unten in die Leiste. Ups. Hier. So. Gehen hier runter. Suchen uns das Gleis. Was steht hier? Zu den Gleisen. Okay. Ups. Suchen uns hier das Gleis aus. Arena. Die anderen sind noch nicht gebaut worden. Jetzt, das zweite ist aber gerade im Bau von diesem langen Tunnel, wo wir gespawnt wurden, Mensch. Das wird das zweite Gleis. Ankunft Arena, Abfahrt Arena. Ist hier. Ich weiß nicht mehr genau, wie das. Ja, hier ist so ein blödes Minecart noch eins. Na, schon weg. Ist das sogar in den Betrieb? Nein, das ist doch weg. Ich musste das hier draufsetzen. So. Irgendwie erscheint es jetzt gerade nicht, weil der Server ein bisschen am laggen ist. Weil die immer noch Wartungsarbeiten haben. Muss ich mich da reinsetzen? Mit Rechtsklick. So, und dann irgendwie auf den Knopf drücken. Mit Rechts- oder mit Linksklick. Kann aber auch sein, dass die gerade den Booster ausgestellt haben, weil die gerade an den Schienen arbeiten. Ah! Was ist jetzt? Fail. Boah, da seht ihr mal die Minecraft-Welt, wie riesig das ist. Fail. Okay. Ich habe gerade erfahren, dass es nicht funktioniert. Ich probiere es trotzdem. Ah, okay. Jetzt funktioniert es wieder. Vielleicht haben sie es wieder angestellt. Man fährt hier halt diese goldenen Dinger, das sind diese Booster im Boden. Oder auch nicht. Das funktioniert doch noch nicht. Mein Gott.
Das ist ein Fail-Video. Ich habe gerade erfahren, dass es noch nicht funktioniert hat, weil die immer noch an den Schienen arbeiten. Deswegen sind die Booster noch nicht richtig eingestellt. Also, sorry deswegen. Hier hat auch einer was rausgenommen. Ich überprüfe jetzt mal die ganze Zeit, wer das war. Bestimmt Big Zane. Kollex war gestern, okay. Das nennt sich Griefen, das Ganze, wenn man Sachen kaputt macht. Also, deswegen schuldig, dass das jetzt nicht funktioniert. Morgen ist die Strecke, dann fertig die neue, dann fahren wir die. Ausgang. So, ist auch wieder hell. Was gibt es hier noch so zu zeigen? Genau, sein Haus. Hier der eine Clemens wohnt hier. Das kann ich euch auch noch mal eben zeigen. Da unten ist einfach nur eine Mine. Nichts Großartiges. Da hat den Wasserdrop. Den Stuhl. Nein. Die Sonne auf, ja, genau zur falschen Seite. Naja, egal. Höher, 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 höher. Hier sind wir auf dem Dach. Hier fehlt ein Zaun. Ob ich den reparieren kann? Ja, kann ich. Warp 4 Zone. Hier sind wir auf unserem 4 Zone Denkmal. Genau, eins kann ich euch noch eben zeigen. Fällt mir gerade mal so auf. Warp Burg, wenn wir hier lang gehen. Muss mich beeilen von der Zeit her. Sind wir hier an der Burg. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer sie gebaut hat. Ace of Spades. Okay. Ist eine riesige Burg. Man kann übrigens in die Türme und die Mauern rein und so, aber muss ich euch ja nicht zeigen. Hier hat er seinen Shop mit Musik. Ich werde mal Musik anmachen. Da kann ich. Doch, hier kann ich eine runternehmen. So. Yeah. 64 Sand für 10 Holz. Oh. Was stehen hier? Preise und Öffnungszeiten. Hier hat den Brunnen. Naja, dann mache ich hier jetzt mal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Morgen werdet ihr Tag 3 sehen. Bis zum nächsten Mal.